Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Und wir begrüßen meine Mannschaften auf dem Weg aufs Feld. Die Gäste der SV-Mannschaft Trier, und das ist der Applaus für unsere Mannschaft. Auf geht's, FC Rot-Weiß Koblenz! Und die da sind dann tatsächlich die Treuen, die es sich auch am Osterfeiertag, dem heiligen Ostersonntag, haben nicht nehmen lassen, hier ihre Mannschaft zu unterstützen. Und die steht jetzt bereit, hat auch den Ball, ist somit fertig für den Anstoß. Und Schiedsrichter blickt nochmal durch die Reihen. Jetzt ist das Spiel angepfiffen. Erster langer Ball von Christopher Spang, kommt nicht an bei Dominik Kinscher, wird dann aber falsch geklärt, aber Bösen verliert das Leder. Genau, der Torhüter, der hat heute sein Regionalliga-Debüt, ist frische 19 Jahre alt, denn der Stammtorhüter Leonard hat die rote Karte gesehen und ist dementsprechend gesperrt, und Tim Kipps sitzt als Ersatztorhüter auf der Bank. Jetzt ist erste guter Ball. Ja, auf Kevin Heinz. Kevin Heinz, der legt rüber. Und da ist Vincent Bösen. Und der macht das frühe 1:0. Und was für ein Bock in der Abwehrreihe. Und da laufen sie natürlich Richtung Gästeblock und jubeln. Und das gab es schon so lange nicht mehr, Ali. Und das ist mal ein gefundener Auftakt hier in diese Partie, und das schauen wir uns natürlich nochmal an. Also da der traumhafte Pass auf Kevin Heinz von Chris Spang, und Heinz, der könnte es selbst machen, aber er legt dann ab, weil er sieht, Bösen ist in der Mitte, Mutterseelen allein, und ja, dann geht es natürlich erstmal ab zu den Fans. Da kommt dann noch Christian Stark dazwischen. Gut geholt von Dominik Kinscher. Setkovic kommt dazu, macht jetzt Meter Richtung Grundlinie, hält den Ball noch im Spiel, braucht jetzt aber auch ein bisschen Hilfe. Trotzdem, Setkovic behauptet den Ball. Jetzt die Flanke von Noah Herber, da ist Brandscheid. Und die nächste Großgelegenheit hier für die Mannschaft. Ansonsten hätte das noch richtig gefährlich sein können. Setkovic auch wieder mit einem klasse Einsatz. Also Setkovic, muss ich sagen, der ist sich nicht zu schade, auf Kosten seines Körpers jeden Zweikampf anzunehmen. Ja, absolut. Ja. Boah, was für ein Bock. Also die Absprache da zwischen Altuntas und Felix Gräf. Da hat wirklich katastrophal gar nichts gepasst. Hier sehen wir es nochmal. Also da kullert der Ball dann am Torhüter vorbei und geht noch gerade so gut. Bislang das Ganze unterhaltsam, aber die Eintracht, sie muss hier den Druck hochhalten. Und das war ein ganz blöder Aufsetzer. Und richtig, dass da Heger auf Nummer sicher geht. Ja, der war ganz unangenehm. Der ist nämlich nochmal zum Schluss so wirklich nach unten gekippt. Und dann blieb Heger in der Situation einfach auch nichts anderes übrig. Gute Bewegung da von Nils Liesek auf Töpken. Gut gehalten von Heger. Von Noah Herber. Jetzt der Ball raus auf die linke Seite. Gegner war schon gefallen. Ach. Und das kannst du doch nicht pfeifen. Doch, musst du pfeifen. Also was für eine Riesenmöglichkeit. Bösen, der kommt vor. Afamir Fuma an den Ball. Nochmal Vincent Bösen. Na, jetzt mal gut durchgesetzt. Nein! Das war die falsche Entscheidung, obwohl es einen Eckball gibt. Aber für mich war da rechts Jan Brandscheid in guter, aussichtsreicher Position. Aber sei es drum. Ja, toller Zweikampf da. Gut den Ball zurückerobert. Svetkovic, ja, da waren drei Leute, die auf ihn zukamen. Das war im Endeffekt mindestens einer zu viel. Eintracht, da kämpft sich aber wieder den Ball. Und gut abgelegt, und da ist Brandscheid mit der Riesengelegenheit im 1:1. Und da ist das 2:0 für unsere Eintracht in der 37. Minute. Und hier herrscht Jubel und natürlich auch da unten beim Trainerteam und der Bank, aber vor allen Dingen bei der Mannschaft hier. Und das ist so, so wichtig, und wir werfen da direkt noch mal einen Blick drauf. Da, der tolle, dosenöffnende Pass, und dann macht Brandscheid das richtig gut. Hat da nur noch den Torhüter vor sich und netzt eiskalt ein im linken unteren Eck. Ah, der kommt ein bisschen zu flach.
Trotzdem kommt da noch Brandscheid an den Ball, haut aber drüber. Ball noch nicht freigegeben, dauert noch einen Moment. Jetzt geht's los. Ja, macht's einfach direkt, aber da war nicht genug Wumms dahinter. Ja, das war zu leicht dabei für Felix Gräf. Hat Dominik Kintscher natürlich, wenn er will. Ja. Na, gute Bewegung jetzt. Von Lisek. Ja, also Koblenz scheint sich da echt für die zweite Halbzeit ähnlich wie im Rheinland-Pokal mehr vorgenommen zu haben. Der Ball im Aus, gibt die Ecke. Kommt Edevoli an den Ball, sehr frei, köpft aber Gott sei Dank einige Meter neben das Tor. Jetzt vielleicht die Kontergelegenheit über Bösen und Kintscher, das löse ich gerade noch so. Kein Abseits, definitiv kein Abseits von Svetkovic. Meine Güte, was für eine schlechte Partie des unparteiischen Gespanns da. Also da fehlt mir aber jetzt wirklich... Hier, wie soll das Abseits gewesen sein? Und da ist der Ball schon weg und er steht immer noch hinter seinem Mann. Also da muss ich sagen, Schiedsrichter hat uns heute schon zwei Riesenchancen gestohlen. Sichert den erstmal für die Eintracht. Jetzt auf Vincent Bösen, der weiter auf Kintscher. Der kann jetzt Heinz schicken, da kommt er hin. Heinz jetzt im 16er in der Mitte läuft. Brandscheid ein, aber Kräf ist zuerst da. Und... das sind die Situationen, die du ausnutzen musst. Da haben wir das Ganze nochmal. Und dann von Kevin Heinz. Ja, und wir gehen in die Partie und irgendwie schafft hier Rot-Weiß Koblenz den Anschlusstreffer aus dem Nichts. Und weil wir in der anderen Wiederholung waren, gucken wir uns das nochmal an. Ja, gut durchgelaufen. Und dann setzt er das Ding ins Netz. Und Ali, ich bleibe dabei, das hätte es nicht gebraucht. Und der Schiedsrichter hat uns hier zwei riesige Chancen gestohlen. Toller Ball raus auf Kintscher. Der mit der Flanke, die kommt ein bisschen weit, aber Vincent Bösen hat das gerochen. Köhl kann dann aber doch den Ball sich wieder klauen. Kurzpassspiel und Heger. Von Heger und Nachschuss geblockt vom Rücken von Kevin Heinz. Da war für mich auch ein Handspiel und das pfeift er. Genau das pfeift er. Also dass es ein Foul war, unstrittig. Aber schauen wir nochmal auf diese Situation. Ja. Für mich ein Handspiel. Und dass das ein Foul war im Nachhinein, unstrittig. Ja, und was für ein Sonntagsschuss. Und wie gesagt, den hätte es gar nicht geben dürfen. Und da war Heger noch dran. Köhl geht erstmal vorbei. Ja, der ist natürlich jetzt heiß wie Frittenfett aus. Svetkovic verpasst. Und dann steht es hier auf einmal 3:2. Und das ist jetzt wirklich Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Svetkovic verpasst, der sonst so ein gutes Spiel macht. Und dann von der 16er Linie genau auf die linke Seite. Da sehen wir das Dreiergespann. Und Feierabend für Noah Herber, der hier für mich ein gutes Spiel gemacht hat. Genauso für Dominik Kintscher, der da von der linken Seite kommt. Und Vincent Bösen, der geht hinterm Tor raus. Ja, und der ist angefressen, hat auch gerade die Bande zu spüren bekommen. Ja, da läuft. Ja, und das 3:3, der Ausgleich, back in the game, 10 Minuten sind es noch knapp auf der Uhr und ja, auch so ein bisschen aus dem Nichts, aber da von hinten rausgelaufen und dann an Gräf vorbeigelegt und hier ist der Ausgleich.
Ja, und diese Situation, nachdem man weiß, wozu Rehgesel in der Lage ist. Ja, und die gelbe Karte geht auch vollkommen in Ordnung. Absolut. Gegen Schaik. Gut geholt da von Jason Taya-Paran. Und gut gespielt auf Osabe. Der liegt nochmal zurück. Handspiel. Das hat jeder gespielt. Und es gibt den Handelfmeter für die Eintracht. Und der ist mehr als verdient. Und ich muss jetzt mal sagen, er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Endlich hat er es mal gesehen. Unfassbar, Ali. Und Svetkovic ganz locker läuft da an und verwandelt! Und verwandelt hier zum 4:3. Partie wieder gedreht. Und hier stehen sie alle, auch auf der Bank sind sie nach vorne gelaufen, haben sich gefreut und wir schauen uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Und da sehen wir Martin Wilke. Wirklich alles andere als fehlerfrei sein gespannt, aber das haben sie gesehen und das war auch korrekt und dann eiskalt verwandelt und da sehen wir den Jubel von der Bank. Kontergelegenheit für den SVE über Kevin Schacht. Ein schöner Konter, das wäre das, wo du hier natürlich den Sargnagel drauf machen könntest. Abseits. Nein, 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 das war kein Abseits. War kein Abseits? Ich glaube nicht. Ja, dann wäre es die dritte Entscheidung. Reguläre Spielzeit ist jetzt auch abgelaufen. Ich glaube, der Schiedsrichter hat auch noch keine Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten hat er jetzt angezeigt. Also 3 Minuten gibt es noch mal oben drauf. Und das gibt Gelb-Rot gegen Henk van Schaik. Ja, und das gibt die gelb-rote Karte gegen Henk van Schaik, der hier wirklich nur einen Kurzeinsatz erlebt hat. Jetzt ist der Ball freigegeben. Gleiche Variante wieder Rehgesel. Wird aber dieses Mal geblockt von Zetkovic. Der bleibt jetzt erstmal liegen, hat den volle Kanne gegen den Kopf bekommen. Berappelt sich jetzt aber wieder. Eintracht muss jetzt gucken, dass sie das in Unterzahl irgendwie verteidigen. Wird rausgekickt von Kevin Schacht. Und an den Ball muss Gräf. Und er wird nochmal lang und hoch reingeschlagen. Da ist Spang, der klärt. Hoffen wir einfach, dass das nicht bestraft wird. Ja, da hätte Omosan ja auch noch andere Optionen gehabt, wollte aber den Kunststoff gegen Gräf versuchen. 3 Minuten sind jetzt gleich runter. Töpke nochmal mit der Flanke, sollte aber leichte Ball. Und Heger hat den Ball sicher, aber er war aus und deswegen gibt es nochmal die Ecke. Kommt richtig, richtig hoch, kann aber geklärt werden von Vincent Schwab. Schiedsrichter, schaut und jetzt ist aus. Das Spiel aus und hier kommen sie auf uns zugelaufen. Hier kommen sie auf uns zugelaufen. Und es ist unglaublich. Schwab, Vincent Schwab, der hier gerade auf die Kamera zugelaufen kam. Und hier wird sich abgeklatscht. Und ein Wahnsinnsspiel findet hier am Ostersonntag ein Ende. Und ich schaue in Gesichter, die sind kaputt. Aber beispielsweise ein Kinscher, der freut sich hier in Ast. Und es gibt Anfeuerungen auch aus dem Gästeblock nach diesem Kampfspiel. Jetzt ist unser Dreier. Jetzt sind wir da und dann machen wir weiter. Ja. Und da kommt er nochmal aus den Katakomben. Und wir sagen herzlichen Dank dafür. Zimbo. Ja. Also wir sind heute so um 10 Jahre gealtert, aber ist ja eigentlich egal, wenn du danach ein Lachen im Gesicht trägst, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber gealtert, ich sage, da kann man richtig Schwung in den Körper rein. Ne? Wurde mal richtig alle durchgeblasen, Ventile mal frei. Also sind wir heute, ich sag immer zu den Jungs, du musst Momente sammeln im Fußball. Und heute ist so ein Moment. Ne? Was dabei rauskommt, letztendlich, das werden wir sehen. Aber heute war so ein Moment, wo du dich gut fühlst, 2-0 in Führung gehst, ja, passt alles zur Halbzeit. Ich sage, Männer, clever sein, wir werden noch Chancen kriegen. Vor dem 2-1 haben wir eine Riesenchance zum 3-0. Frisst das Ding, 2-2, ist in Rückstand, 3-2. Und wie du dann zurückkommst, ne, wie du dann, das ist absolute Moral. Das ist absolute Moral. Ich bin so stolz. Und das war Eintracht.
Das war Eintracht auf dem Platz und da hast du gesehen, die Fans dann nochmal am Start, das war richtig, richtig geil.